Er war ein Weltstar. Einer der ganz wenigen deutschen Schauspieler, die es in Hollywood geschafft haben. Ein Reisender, der dem deutschen Fernsehpublikum die weite Welt ins Wohnzimmer brachte. Ein Schriftsteller, der für seine erfolgreichen Bücher aus den eigenen Abenteuern schöpfte. Hardy Krüger ist gestorben, nach einem langen, erfüllten Leben. Wenn Sie so leben dürfen, dass Sie etwas bedeuten für die Menschen, die Sie auf der Straße anhalten und sagen, vielen Dank, dann müssen Sie verstehen, dass ich mich als einen sehr glücklichen Menschen betrachte. Hardy Krügers Lebensweg führt aus dem Berliner Ortsteil Biesdorf bis nach Hollywood. Dass ihm die ganz große Filmkarriere gelingt, hat er nicht nur seinem Talent zu verdanken, er hat dabei auch Glück. Ich komme aus Biesdorf, mein Name ist Eberhard Krüger, aber ich nenne mich manchmal Eberhard Glückspilz. Eberhard Glückspilz Krüger wird 1928 in Berlin geboren. Mutter Auguste und Vater Max führen eine harmonische Ehe. Meine Eltern waren liebenswerte Menschen, aber die haben sich von Hitler und seiner Bande verblenden lassen. Bei uns zu Hause hingen Hitlerbilder, auf Mutters Klavier stand eine Hitlerbüste. Also ich mach's jetzt mal kurz, ich war ein richtig strammer Nazi-Junge. Mit 13 Jahren wechselt Eberhard auf eine Nazi-Eliteschule. Seine Eltern sind stolz, dass er auf der Ordensburg Sonthofen im Allgäu angenommen wird. Hier wird er wie 1500 andere Jungen gedrillt, um einmal eine Führungsposition innerhalb der NSDAP zu übernehmen. Das war wie eingesperrt sein in einem grässlichen großen Gebäude. Eine äußerst unglückliche Zeit in meinem Leben. Doch Eberhard wäre kein Glückspilz, wenn nicht ein Weg aus der Adolf-Hitler-Schule herausführen würde. 1943 sucht die UFA jugendliche Darsteller für den Propagandafilm Junge Adler. Der 15-jährige Eberhard wird nach Babelsberg zu Probeaufnahmen eingeladen und überzeugt. Ich fliege, ich fliege! Seine Rolle als Lehrling in einem Flugzeugwerk passt hervorragend zu ihm. Ich wollte immer fliegen und immer schreiben. Und das waren so meine Wünsche fürs Leben. Beide Träume gehen in Erfüllung, der vom Schreiben allerdings erst viel später. Die Dreharbeiten für Junge Adler werden zu einem Wendepunkt in Eberhards Leben. Denn bei der UFA begegnet er zum ersten Mal Menschen, die Hitler ablehnen. Den Schauspielern Albert Florath und Hans Söhnke. Hänschen Söhnke hatte in seinem Landhaus außerhalb von Berlin hat er jüdische Mitbürger versteckt. Und Albert Florath hat geholfen, die in die Schweiz zu bringen. Und dadurch habe ich gewusst, schon 1943, dass es Dachau gibt und Bergen-Belsen. Ich bin diesen beiden Männern ewig, ewig dankbar. Der Krieg ist gerade vorbei, da bekommt er mit der Schauspielerin Renate Denzo eine Tochter. Der junge Vater, der sich jetzt kurz und modern Hardy Krüger nennt, macht schnell Karriere am Theater und vor der Kamera. Bloß jetzt so gerade so wenig Zeit, weißt du, ich bin verabredet. Ja. Oder war sie schon hier? Nein, sie war noch nicht hier. Aha. Der Arndt hat nämlich eine wunderschöne Braut. Hallo, gratuliere, bin ich aber sehr neugierig. Na, früher hat er mir immer alle hübschen Mädchen ausgespannt. Er wird zum Frauenschwarm in den deutschen Heimat- und Liebesfilmen der 50er Jahre. In München, Geisel-Gasteig, wurden die Schauspieler Hannerl Matz und Hardy Krüger geehrt. Hannerl und Hardy sind laut Abstimmung der Theaterbesitzer die publikumswirksamsten deutschen Nachwuchsdarsteller. Gegen meinen eigentlichen Wunsch hat die Presse mir so ein Etikett um den Hals gehängt. Ich hasse Etiketten. Sonny Boy des deutschen Films. Ich wollte eigentlich anspruchsvollere Filme machen. Auf der anderen Seite habe ich gesehen, in England und in Frankreich, in Amerika werden Filme gemacht. Da muss ich unbedingt dabei sein. Meine Freunde haben gesagt, das geht nicht. Und dann habe ich gesagt, ich bin mit dem Satz aufgewachsen in Berlin, geht nicht, gibt's nicht. Und wieder hilft Hardy Krüger das Glück. Nachdem er in Paris erfolglos nach Rollen sucht, ist er in London zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Dort soll 1957 die wahre Geschichte des Nazi-Piloten Franz von Werra verfilmt werden. Er war der einzige deutsche Soldat, der aus britischer Kriegsgefangenschaft fliehen konnte. Sie verschwenden Ihre Zeit, Captain. Ach, guten Tag. Sie wissen meinen Namen, meinen Dienstgrad und die Nummer. Und weiter sage ich nichts.
Das war so ein Abenteurer, ein sportlicher Typ. Und das haben die Engländer, ich fand das beachtenswert, verfilmt. Haben also einen sympathischen Gegner gezeigt und mir die Rolle gegeben. Der Film wurde ein internationaler Erfolg. Und von da an ging es bergauf. Ab jetzt kommen die Filmangebote aus der ganzen Welt. Die 60er Jahre sind Hardy Krügers große Zeit. Er dreht mit dem Who is Who der Stars. An der Seite von Charles Aznavour spielt er im Antikriegsfilm Taxi nach Tobruk und wird damit zum ersten Deutschen, der nach dem Krieg in Frankreich wieder Sympathien gewinnt. Mit Idolen wie Sean Connery und Claudia Cardinale steht er für den Abenteuerfilm Das rote Zelt vor der Kamera. Und was möchten Sie? Hardy Krüger braucht nicht viele Worte, um in seinen Rollen zu überzeugen. Immer wieder ist er der fliegende Held, auf den es ankommt, um aus brenzligen Situationen zu entkommen. So auch 1965 in Der Flug des Phönix. Das Fernsehen berichtet schon während des Drehs über den Hollywood-Film mit Oscar-Gewinner James Stewart. Draußen im Freigelände von Fox die riesige Wand, die die Illusion der himmelweiten Unendlichkeit erzeugt. Das hart bedrängte Flugzeug, das im Sandsturm die Orientierung verloren hat und einer Katastrophe entgegenfliegt. Ich bin einer der Passagiere in diesem Flugzeug, das eine Bruchlandung in der Wüste in der Sahara macht. Hardy Krüger spielt in der aufwendigen Produktion einen deutschen Flugzeugkonstrukteur. Gedreht wird unter anderem in der Wüste Arizonas. Als im Film die Wasservorräte knapp werden, hat seine Figur die rettende Idee. Aus den Teilen des Wracks will er ein neues Flugzeug bauen. Da der Schwerpunkt in der Mitte liegt, können wir uns gestatten, die Ladung, also uns selbst, so zu verteilen, dass sie auf beiden Tragflächen liegt. Augenblick mal. Soll das heißen, dass wir die Männer oben auf den Tragflächen anschnallen wie ein paar Kartoffelsäcke? Hinter entsprechenden Verkleidungen natürlich. Die Leidenschaft fürs Fliegen. Sie spielt in Hardy Krügers Filmen und in seinem Privatleben eine große Rolle. Gleich nach dem Krieg hat er den Pilotenschein gemacht, unterstützt von seinem Freund Dieter Seelmann. Alles, was ich über das Fliegen weiß, weiß ich von Dieter. Wir hatten ein gemeinsames Flugzeug. Mit dem zusammen sind wir in alle möglichen Länder geflogen. Den Nil entlang und bis zu Indio-Stämmen in Brasilien fliegen sie für die Fernsehreihe Hardys Bordbuch. Ein Land fasziniert Hardy Krüger mehr als jedes andere Reiseziel: Tansania. 1960 kommt er für Dreharbeiten zur Abenteuerkomödie Hatari nach Ostafrika. An der Seite von John Wayne spielt er einen Tierfänger, der sich die Schuld an einem Unfall gibt. Meine Schuld, das habe ich verbockt. Wieso ist das deine Schuld? Ich habe doch den Wagen gefahren, oder nicht? Denn Jana hätte ja schießen können. Der Film verändert sein Leben. So sehr verliebt sich Hardy Krüger in die Natur Afrikas. Ich war atemlos. Die Fahrt auf so einer Sandstraße, ein roter Sand. Daneben goldene Büsche, dahinter grüne Hügel, darüber weiße Wolken in einem schönsten Blau des Himmels, das man sich denken kann. Und Giraffen, die über die Straße gingen, Büffel waren da. Alles, was ich nur aus dem Zoo kannte, das lief da plötzlich herum, als hätte der Noah gerade seine Arche ausgekippt. Es war wundervoll. Am Fuß des Kilimanjaro wird Hatari gedreht. Die Filmcrew lebt dort ein halbes Jahr lang in einer Lodge. Ein magischer Ort für Hardy Krüger. Das ist also die Mumela Game Lodge. Game ist das englische Wort für wilde Tiere und Lodge hat so eine ähnliche Bedeutung wie Gasthaus. Also das ist das Mumela Tiergasthaus. Entstanden ist es vor 7 Jahren. Ich kam damals hierher für den amerikanischen Film Hatari. Noch während der Dreharbeiten habe ich dieses Gebiet gekauft. Hardy Krüger lässt die Lodge zu einem Hotel mit Schweinefarm umbauen. Typisch deutsche Schinken und Würste produziert er mitten in Tansania. Hier findet der vorher rastlose Schauspieler einen neuen Rhythmus. Einmal wurde ich ganz ruhig und konnte besser schreiben, als ich vorher geschrieben habe. Und das hat sich dann auch so ergeben, denn das ist das erste Buch gewesen, was von mir gedruckt wurde. Eine Farm in Afrika. Gleich nach dem Krieg hatte es Hardy Krüger bei mehreren Verlagen versucht. Doch alle seine Manuskripte wurden abgelehnt. Dass sein autobiografisches Buch Eine Farm in Afrika 1970 zum Erfolg wird, macht ihn umso glücklicher.
18 weitere Bücher werden folgen. Geschichten für Kinder, Reiseberichte und Romane, in denen er eigene Erlebnisse verarbeitet. Doch das Geld, das ihm der Erfolg als Autor bringt, frisst die Lodge in Tansania auf. Das Hotel und die Farm sind ein Minusgeschäft. Es wuchs immer größer und es wuchs mir über den Kopf, weil das bin ich nun überhaupt nicht. Ich bin überhaupt kein Kaufmann, ich will damit auch nichts zu tun haben. 1978 kehrt Hardy Krüger Afrika den Rücken. Ein Jahr zuvor hat er sich von seiner zweiten Ehefrau Francesca Marazzi scheiden lassen. Mit ihr hatte er zwei weitere Kinder bekommen. Jetzt heiratet er die amerikanische Fotografin Anita Park. In der 20 Jahre jüngeren Frau findet er die Liebe seines Lebens. Ich habe mal gelesen, aber das konnte ich mir kaum vorstellen, dass sie jeden Tag auf ihre Liebe anstoßen mit einem Glas Champagner. Warum nicht? Wir sind jetzt 30 Jahre verheiratet und wenn wir das umrechnen mit 365 Gläsern im Jahr, wie viel wird, kommt denn dabei? Sehr viel. Gemeinsam gehen Anita und Hardy Krüger ab 1987 für die NDR-Reihe Weltenbummler auf Reisen. Sie fotografiert, er schreibt und erzählt Geschichten aus fernen Ländern. Die Wüste Nordafrikas, die Inselwelten Indonesiens, das ewige Eis der Antarktis. Ein Traumjob. Um die Welt reisen dürfen, keiner redet dir rein. Du kannst die Menschen auf der ganzen Welt studieren, kannst dir alle Zeit der Welt lassen, um mit anderen Menschen dich zu befreunden, sie verstehen zu können, in ihre Religionen dich hineinzuleben. Du gehst hier durch eine Schule, die dir keine andere Schule dieser Welt ersetzen kann. In jeder Folge erzählt Hardy Krüger eine ganz persönliche Reisegeschichte. Hier aus Nordindien, wo ihn eine echte Prinzessin durchs Land führt. Gleich als erstes bringt sie mich zu den Marmortempeln, die ihr so viel bedeuten. Und dann geht sie, wie selbstverständlich, durch diese Einmaligkeit, durch diesen Zauber. Geht dahin durch wie einer, der ungesagt dir sagt, ich bin doch hier zu Hause. Ich glaube, dass mein Vater so viel gesehen hat in seinem Leben, dass es wahrscheinlich für zwei Leben reichen würde. Und das ist schon etwas, worum ich beneide. Bis Mitte der 90er Jahre reist der Weltenbummler für die Fernsehkamera. Hollywood hat in der Zwischenzeit nicht auf ihn gewartet. Die Filmangebote bleiben aus. Doch Hardy Krüger schreibt erfolgreich weiter Bücher und engagiert sich politisch. Das, was ich als junger Mensch erlebt habe, als 15-Jähriger, 12-Jähriger, mit Juden raus, Juden sind unser Unglück, das höre ich jetzt hier, Muslime raus, Muslime sind unser Unglück. Wenn ich da nicht besorgt bin, dann ist mit mir was im Kopf nicht in Ordnung. Vor Schülern spricht er über seine Jugend im Nationalsozialismus und warnt vor neuen rechten Tendenzen. Und vor allen Dingen dürfen wir nicht schweigen. Ihr dürft nicht so politikverdrossen sein, wie möglicherweise einige eurer Eltern sind. Wenn die Wahl auf euch zukommt, geht hin zur Wahl. Es ist meine Forderung an euch alle, weil es ist eure Zukunft. Es ist euer Leben, aber es ist unser Land. Und das müsst ihr mit beschützen, genauso wie ich. 2009 bekommt er das Bundesverdienstkreuz für seine Lebensleistung, die weit mehr umfasst als seine 60 Filme und Bücher. Hardy Krüger bleibt wach und neugierig, bis ins hohe Alter. Ich habe also nie aufgehört, glaube ich, in meinem Leben Kind zu sein. Und möchte das auch nicht aufhören. Der Yehuda Menuhin hat es am besten ausgedrückt. Der hat gesagt, ich bin nie erwachsen geworden, nur alt. Also das Kind hat es in mir immer gegeben. Und wenn es das nicht gäbe, könnte ich kein Schauspieler sein. Das ist ja ein sehr kindischer Beruf, kindlich und kindisch. Denn wir tun ja immer nur so, was wir als Kinder auch gemacht haben, als wären wir jemand anders. Hardy Krüger, das alt gewordene Kind, träumte noch mit über 80 Jahren von einer großen Reise. Ich wollte immer so gerne zum Mond, aber vielleicht gelingt mir das ja auch noch. Muss mal abwarten. Fast 70 Jahre lang stand er vor der Kamera. Jetzt ist Hardy Krüger gestorben. Der große Schauspieler. Der Schriftsteller. Der Weltenbummler hat seine letzte Reise angetreten. Wie schön wäre es, könnte er uns davon noch berichten. Vergessen Sie, wenn es sich nur irgend machen lässt, auch weiterhin nicht. Ihren
Hardy Krüger.